Hey Freunde, willkommen bei einer neuen Folge von Disney's Infinity und bei den Unglaublichen. Ja, wir haben schon etwas länger nicht mehr Disney Infinity gespielt, aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein, weil wir sind die Unglaublichen und die haben echt was drauf. Das wird richtig nice. Ich freue mich auf jeden Fall, dieses Let's Play im Moment fortsetzen zu können. Ich weiß allerdings nicht, ob das irgendwie demnächst täglich kommen, weil täglich, ich meine, ihr wisst, Freunde, dass es einfach sehr schwer ist. Wir gucken mal kurz im Missionshandbuch. Also, aktive Missionsgeber finden. Ich habe das Spiel, muss ich sagen, echt mal bestimmt 2 Monate nicht mehr gezockt. Deswegen wird das erstmal hier ein kleines Trauerspiel, dass ich erstmal klarkomme mit der Steuerung. Aha, okay. Wie machen wir was anderes? Was können wir noch? Wir sind die Unglaublichen, ne? Aber der konnte noch nie laufen, ne? Das war irgendwie immer mein Problem. Kämpfen konnte der, aber laufen konnte der irgendwie nie. Das war irgendwie richtig blöd immer. Wir haben aber allerdings die Ausrüstung. Und da können wir doch... Genau, wir können da zwischen den Gleitschirmen wählen. Genau, machen wir das mal. Ansonsten... Okay, und ich glaube, mit Y benutzen wir den. Genau, dann reden wir erstmal mit dem. Schlafschoten? Ach so, ja genau, die Schlafschoten, die haben wir versucht schon seit mehreren Folgen kaputt zu machen, aber an manchen Stellen kommen wir einfach gar nicht dran, das ist immer das Problem. Okay, den Geheimagenten, haben wir unsere Karre? Die können wir hier holen, oder wir brauchen gar nicht da rein, wir können einfach hier Spielzeugladen gehen. Hubschrauber können wir leider noch nicht anfordern, finde ich eigentlich sehr schade, aber wir können unser Mr. Incredibles Sportwagen holen. Da steigen wir natürlich mal rein. Da geht auf jeden Fall schneller, als wenn wir zu Fuß gehen. Oh. Alter, was ist los mit dir? Was war das denn für ein Bug? Beziehungsweise ein fetter Jump. Dass die Unglaublichen überhaupt ein Auto brauchen, ne? Oder Hubschrauber oder... Hä? Okay, das Auto kann auf jeden Fall... Komische Kunststücke kann das Auto. Entweder der Controller ist kaputt, wovon ich jetzt nicht ausgehe. Aber das sah auf jeden Fall nicht so normal aus. So, okay, gucken wir mal. Wo ist der Agent? Wir müssen ihn retten. Da fahren wir den erstmal platt, den Robo. Da ist er doch. Nice, schon da. Ging ja einfach. Komm, steig ein, Kollege. Kannst du einsteigen? Ich würde ja schon gern mal aussteigen, aber wollte gerade nicht. So, mein Guter. Komm mit. Ja, muss ich den jetzt echt tragen? Muss das sein? Können wir nicht im Auto fahren? Wir können im Auto fahren. Der chillt einfach. Guckt euch das an. Der chillt einfach auf dem Kotflügel. Und passiert nichts. Wir fahren einfach ganz gechillt. Und bringen den gleich weg. Oh oh. Ist da jemand hinter uns? Nö, keiner hinter uns. Wir haben den locker flockig einfach mitgehen lassen. Keiner hat uns irgendwie daran gehindert. Und hier müssen wir dem erstmal ein neues Aussehen verpassen. Ja, das geht auch. So, mein Guter. Komm mal mit. Und den müssen wir hier reinwerfen. Ne, Moment mal. Zurück, Kollege. Ich muss den hier, den Professor hier, werfen. Nice. So, dieser Modus unterstützt nur Maus und Tastatur. Okay, dann müssen wir jetzt leider die Maus und die Tastatur nehmen. So, wie soll der denn aussehen, der Gute? Y und X können wir wechseln. Der sieht im Moment aus wie so ein Bauarbeiter. Klar, kein Problem. Dann müssen wir dem irgendwie mal was ganz anderes geben. Am besten wird er zum Surfer, oder? Ja. Moment. Kollege, wir waren noch nicht fertig mit dir. Warum das auch nur Maus und Tastatur unterstützt, das finde ich ja richtig absurd. Dass wir jetzt hier nochmal rein müssen. Oh. Das hat wehgetan, oder? Ich hoffe, dir ist nichts passiert. So, nochmal rein damit. Fortfahren. So, jetzt muss ich erstmal klarkommen, wie wir hier allgemein überhaupt einkaufen. So, Surfer hätte ich gerne. Ah, einfach Enter drücken. Okay, sehr einfach. V, was haben wir denn V? Gesicht. Ah. Bei V können wir hin und her schalten und bei Y können wir die Sachen... Ach so. Komm, wir verpassen dem mal ein schönes Gesicht. Okay, das ist dasselbe Gesicht, was der hat. Glatze. Das wäre eine gute... Ich glaube, Glatze wäre, glaube ich, ganz gut, oder? Glückliche Frau, Geschäftsmann? Nein. Hier. So sieht er auf jeden Fall schon mal ganz anders aus als ein Bauarbeiter. Der muss aber... Das Gerät muss der aus der Hand nehmen.
Das passt noch nicht so ganz zu dem. Wartet mal, Moment, da müssen wir weitermachen. Beziehungsweise mit X können wir doch auf die rechte Seite gehen. So. Kein Accessoire. Das muss auf jeden Fall weg. Guck mal, der sieht jetzt schon mal cool aus. Der kriegt einen Kaffeebecher in die Hand. Und vielleicht nochmal ein paar Haare. Haare wären nicht schlecht, ne? Müssen wir immer auf die Tastatur gucken, weil es gar nicht so einfach ist hier. Ah. Frisurchirurg. So, Farbe können wir auch noch ändern. Was nehmen wir denn? Schwarze Haare, ja. Ich weiß nicht, was er vorher hatte. Aber ich glaube, das ist gut. Den können wir so entlassen. Den findet keiner mehr. So. Okay. 100 Münzen haben wir bekommen. Wir haben 2500 Münzen. Wir haben hier sehr viele Ausrufezeichen noch. Was haben die denn alles zu tun? Ich möchte alle Gauner und Kriminellen und weitere Nichtsnutze in dieser Stadt hinter Gittern sehen. Finde ich genauso. Was sind das denn für Verbrecher? Ja, nehmen die einfach mal einen Fallschirm. Ja, ist klar. Der versteckt sich im Haus. Okay, unser Auto brauchen wir, meine Damen und Herren. Immer noch kein Hubschrauber, Leute. Das ist so traurig. Ich will meinen Hubschrauber. Mano, 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 Mano. Ja gut, bringen wir halt noch ein paar Verbrecher hinter Schriegel. Und dann schauen wir mal, was hier noch so in der Stadt zu tun gibt. Die Stadt ist an sich übersichtlich und relativ klein. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben viel zu tun hier. So, versteckt sich der Gauner. Hä? Der versteckt sich da in der Mülltonne, ehrlich? Ganz echt? Oh mein Gott. Ja, guck mal hier, den ersten haben wir schon mal gefunden. Oh mein Gott. Fahren, Kollege, fahren. So, einen haben wir. Das müssen wir jetzt erstmal zurückbringen. Oh mein Gott, ey. Fahren erstmal alles kaputt, die halbe Stadt nehmen wir auseinander. Ich bin mir nicht sicher, ob wir zwei mitnehmen können. Deswegen fahre ich lieber zurück, bevor wir dann versuchen, den zweiten Gauner irgendwie ins Gefängnis zu bringen. So, da wären wir. Geht ja relativ schnell, ne? So, mein Guter. Komm mal mit. Du wirst jetzt hier eingesperrt. Gut. 1 von 5. War es denn? 1 von 5 haben wir gerade mal. Na gut. Haben wir auf jeden Fall noch ein paar Verbrecher hier irgendwo in der Stadt rumlaufen. Aber die werden wir alle zu fassen kriegen. So, 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 so. Okay, wo fahren wir am besten her? Hier werden wahrscheinlich keine Verbrecher sein auf der Insel. Hier waren noch nie so wirklich irgendwie großartige Sachen. Die meisten Verbrecher waren immer auf dieser Insel, ja? Auf diesem Teil der Stadt. So, wo ist der andere? Der Fall zeigt hier nach links an. Das heißt, der müsste sich wieder wahrscheinlich in der nächsten Mülltonne. Das gibt's ja gar nicht. Warum verstecken sich alle in der Mülltonne? Das ist nicht gerade ein Glückslag. Oh ja, ich nehme dich mal mit, Kollege. Oh, wow, wow. Was soll das denn, Leute? Die zerschießen mein Auto. Das geht nicht. Das geht so gar nicht klar. Moment, wir müssen die erstmal vermöbeln. Oh mein... Ja, nee, ist klar. Oh mein Gott, ey. Schnell, schnell, schnell. Der Verbrecher, ey. Weg hier. Oha. Ich habe den einfach mal gegen das Auto geschmissen. Das war nicht sehr freundlich. Nehmen wir mal mit. Hihi. Ich könnte eigentlich hier auch ein Auto rufen, ne? Wenn ich hier... So, ne? Jetzt fahren wir und dann fahren wir schnell ab. So, so einfach. Ich habe die, glaube ich, umgefahren. Ich hoffe, das war jetzt nicht so tragisch. Die wird es auf jeden Fall überleben. Zack, alle Autos einfach wegrammen. Wir sind der König der Straße. Zan, 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 zan. Oh, oh. Oha, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier wird es ein bisschen holprig. Aussteigen, meine Damen und Herren. Hier ist Ende der Station. Nein, wir wollen natürlich nur den Verbrecher hier reinschießen. Oh. Dafür müssen wir natürlich treffen, ne? Das wäre schon sehr cool. Zack. Oh Mann, warum habe ich nicht getroffen? Hier rein. So, 2 von 5 haben wir jetzt. Sind die auch hier? Ne, da kommen nur die Großverbrecher anscheinend rein. Die hängen dann hier, oder was? Ich weiß gar nicht, wo die hängen. Wo hängen die denn? Man sieht sie nicht. Na gut, fahren wir weiter. Nächsten Verbrecher abholen. Ups, Entschuldigung, Lady. Oh, den Baum können wir nicht kaputt fahren. Das ist aber schade. Ich bin gespannt auf die anderen Leute, beziehungsweise Superhelden. Wenn wir die unglaublich mal irgendwann mal durchgespielt haben,
bin ich umso gespannter darauf, was es noch für coole Leute gibt, die wir hier auf jeden Fall noch steuern können. Da wird auf jeden Fall ein Toy Story und so dabei sein. Das ist bestimmt richtig cool. So. Komm mit. Warte mal, was will der uns sagen? Hier laufen zu viele Kriminelle rum. Es wird Zeit, sie ins Gefängnis zu stecken. Ja, Kollege, was mache ich denn gerade? Was machen wir denn gerade? Guck mal, ich versuche jetzt mal zwei mitzunehmen, Leute. Wenn wir schon mal hier sind. Vielleicht müssen wir ja nicht so weit fahren. Das wäre ganz cool. Oh mein Gott, das Auto jumpt irgendwie ziemlich merkwürdig durch die Gegend. Da haben wir... Oh, was ist das denn? Moment mal. Auto? Mitnehmen? Werfen. Mitnehmen? Aha. Okay. 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 So, dann wissen wir schon mal, dass wir nicht unbedingt da rein müssen. Wir fahren immer direkt zum Gefängnis. Wie blöd von uns. Da war der doch, der Verbrecher. So, da vorne ist schon mal nämlich so ein Polizeiwagen, falls ihr das gesehen habt, Freunde. So, dann haben wir jetzt 4 von 5 und dann müssen wir nur noch einen holen. Och komm, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ihr wollt mich doch ärgern. So, weg mit dir. Okay, wo ist der nächste und letzte Verbrecher? Die wollen mich ärgern. Ja, kaputt sind sie. Sehr gut, so muss das sein. Ups, die ganze Straße ist geräumt worden. Vorsicht, Dame. Gehen Sie mal da hinten hin, genau. Oh, das Haus brennt auf einmal. Was ist denn hier los? Moment, das müssen wir mal schnell retten. Wir kriegen auf jeden Fall Safe Points. Hauen wir das Ding kaputt hier. Nice, wir sind der Retter, Leute. Haha. Zack. Wo ist der? Moment, wo ist der letzte hier? Der müsste hier unten irgendwo sein. Oh, der versteckt sich wieder in der Toilette. Toilette, sag ich schon. Toilette. Nein, Mülltonne ist es natürlich. Mülltonnen sind aber genauso dreckig wahrscheinlich wie Toiletten. Also manche Toiletten jedenfalls. Nicht alle, aber viele. So, da vorne ist ein Wagen. Ich hab den noch... Vor den Kühlergrill habe ich ihn geschmissen, ja. Aber irgendwie nicht ins Auto rein. Also wirklich, das war doch zu erwarten. Ja, wir haben es geschafft, Leute. 5 von 5, sehr gut. In den Knast mit ihnen. So, das haben wir geschafft. Wenn die mich jetzt hier nicht ärgern würden, so fuck mich ab, ey. Lass mich doch mal in Ruhe ein bisschen, ja? Bin froh, wenn die mal hier weg sind, die Leute. So, ja, Fahrzeug herbeirufen. Steigen wir ein und fahren zurück in die Basis. Und dann gucken wir mal, was es noch für Aufträge gibt. Waren ja ziemlich viele Ausrufezeichen am Anfang der Folge. Ein paar haben wir, glaube ich, jetzt schon mal geschafft. Wir haben den Bauarbeiter, also den Spion, haben wir zu einer neuen Identität verholfen. Die 5 Knastis haben wir eingebuchtet, das ist sehr gut. Können wir mal gucken, was hier noch gibt. So, aussteigen. Was hat der hier? Es gibt in der Schnitt eine Informantin, die du kennenlernen sollst. Sie kennt jemanden on Syndromes Organization. Warum rede ich eigentlich so mit dem englischen Akzent? In Syndromes Organisation. So, wir bleiben hier beim Deutschen, Freunde. Der bereit ist, zu uns überzulaufen. Folge deinem Kompass, um sie zu finden. Das werden wir in der nächsten Folge machen, Freunde. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank. Tschüss.